Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht das soweit gut. Wir sind heute ein bisschen spät dran mit dem Video, aber wir holen das jetzt nach. Der Morgen war doch ein bisschen chaotisch und darum komme ich jetzt zu dieser Stunde sozusagen. Wir sehen, dass der Stall hier schon ein Stück weit auseinanderfällt. Das olle Ding, sage ich mal, da hatte ich sehr viele Fehler damals gemacht, als ich das gemacht habe. Und zwar habe ich überall nur eine Schraube reingehämmert, sozusagen reingeschraubt. Und wenn das Ding so ein bisschen bewegt wird, sage ich mal, dann haben wir genau diesen Effekt. Also am besten ist es immer zwei Schrauben hineinzudrehen. Hier haben wir unsere Hesen. Gestern haben sie hier noch gut was zu essen bekommen. Ich habe hier auch einen Haufen Äpfel bekommen. Da hat jeder mal ein bisschen etwas bekommen hier, die kleinen Kaninchen. Und sie hat hier wie immer auch so einen riesigen Saustall gemacht. Ich hatte gestern nochmal nachgeguckt und der 9.9., ne, das muss man natürlich nachgucken, das hat man nicht im Kopf, ist ja jetzt auch keine zwei Wochen mehr hin, sage ich mal. Von daher, die Zeit nähert sich Richtung neue Kaninchenbabys, sage ich mal hier an der Stelle. Da haben wir sie, die gute, hoffentlich Schwangere und auch das weiße Kaninchen hier, die weiße Mutti. Wie sieht ihr mutmaßliches Nest hier aus? Da sehen wir noch die Reste von den einen Apfel, den ich denen zur Verfügung gestellt habe am gestrigen Tag, sage ich mal. Nun gut, hier scheint, dass alles soweit in Ordnung ist. Zack, ich mache mal hier ganz adäquat hier auch alles wieder zu. Die kleinen blauen Kaninchen hier sind jetzt auch mittlerweile schon 3 Monate, müssten die sein. Die kleinen entwickeln sich gut, aber halt sehr viel kleiner als die anderen, ne? Für die, die das jetzt schon immer haben, ist das jetzt keine ungewöhnliche Geschichte hier. Aber für mich, der zum ersten Mal diese Größenordnung hier in seinem Bestand aufgenommen hat, ist das doch schon eine sonderbare Geschichte, sage ich mal, ne? Also von der Größenproportion und auch halt vom Aussehen hier. Man sieht ja doch so ein bisschen, dass die Kleinen ein wenig anders aussehen, wobei hier jetzt noch nicht so die gravierenden Unterschiede sind, es sei denn, man bemerkt oder man beachtet, dass die erst 3 Monate alt sind, dann sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus. Hier ist Nummer 3 der Gute. Wie sieht das bei ihm hier aus? Das Wasser vorhanden. Stroh haben die jetzt nicht so angefasst. Also die sind eigentlich ganz gute Strohesser hier, die beiden. Und er wohl nicht mehr. So wirkt es zumindest an dieser Stelle. Hier haben wir Nummer 1. Ja, der liebt es auch immer sehr angefasst zu werden hier. Aber normalerweise ist er sehr neugierig hier. Er kommt meistens, wenn man hier so ein bisschen klopft. Na gut, jetzt kommt er nicht. Aber normalerweise, außerhalb dieses Videos, da kommt er eigentlich doch hin und wieder, sage ich mal, wenn man da einfach nur mal klopft. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Kleiner Special-Effekt mal so am Rande hier. So, wie sieht das hier aus bei den kleinen Kaninchen? Zack. Wasser ist ein bisschen schmutzig. Das kommt wahrscheinlich durch die ganzen Fußwaschungen, die sie hier am laufenden Stück praktizieren, sage ich mal an der Stelle. Die sind auch schon sehr groß geworden hier, die ganzen Kaninchen. Eigentlich müsste ich die hier auch schon mal so ein bisschen auseinander sortieren, ein Stück weit. Hier habe ich ja noch einen frei. Muss mal gucken. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, so ein bisschen zumindest, ne, so tief in meinem Inneren, dass ich hier eventuell schon bald mit der Bodenhaltung ein Stück weit anfangen kann. Und das wären natürlich dann gute Kandidaten, da ein Stück weit mal die ersten Versuche zu starten, ne? Ich hatte denen gestern so einen Ast mit vielen Blättern reingepackt hier, um so ein bisschen
den Spaßfaktor zu erhöhen für die kleinen Kaninchen hier, ne? Und ich musste natürlich da auch nichts mehr runterschnibbeln oder schneiden oder sonst was. Einfach mal so einen Ast gekappt und rein zu den Kaninchen, ne? Schön vorsorglich. Hier sehen wir auch wieder das ganze Gewächs hier. Diese ganzen dornenartigen Geschichten hier, die müssen hier auch mal wieder ein Stück weit heruntergeschnitten werden. Hier sehen wir auch das hart erarbeitete Holz, was ich hier an der Stelle hier mühselig zusammengetragen habe. Und auch dieses ganze dornige Gewächs, was hier langsam so ein bisschen versucht, das Gebiet zu erobern, aber nicht mit mir. Da werde ich natürlich massive Maßnahmen ergreifen an dieser Stelle und werde das dann ganz brutal niedermetzeln, diesen Aufstand der Pflanzen, sage ich mal. Und das kriegen dann auch die ganzen Kaninchen hier ein Stück weit dann auch zu futtern, ne? Gestern hatte ich auch eine Rose hier so ein bisschen runtergeschnitten. Hier sieht man das, weil die hat hier schon so ein bisschen rüber gewachsen oder ist hier so ein bisschen rüber gewachsen und ständig stößt man sich da dran. Und da habe ich die einfach mal runtergeschnibbelt, aber ja, seht ihr? Das Kaninchen ist runtergefallen. Also normalerweise packe ich sie nicht so an dem Rücken. Gerade auch wenn man die verarbeiten möchte, ist das nicht so gut, weil dann haben die hier massive blaue Flecken. Besser ist es dann, sie unter dem Bauch zu nehmen, sage ich mal, und mit der einen Hand auf dem Rücken, der anderen Hand unter dem Bauch und dann so reinzuheben, weil die blauen Flecke nachher bei dem Fleisch ist natürlich nicht so lecker. Aber hier sehen wir mal, wie schnell das runterging, ne? Zum Glück ist sie jetzt nicht weggerannt, sonst hätte das hier wieder so eine wilde Verfolgungsjagd gegeben an dieser Stelle. Und da habe ich sie jetzt einfach mal schnell am Rücken gepackt, bevor ich jetzt hier versuche, unten drunter und oben drüber, und dann erschreckt sie sich und dann läuft sie hier auch noch weg. Und so habe ich jetzt relativ schnell die Situation kontrolliert, sage ich mal an der Stelle. Ja, wer hätte das gedacht? Da wart ihr jetzt mal mit dabei bei so einem kleinen Kaninchensturz, sage ich mal. Da machen wir jetzt hier mal schön adäquat das Ding zu. Die muss ich auch mal wechseln, das nervt mich ja schon. Ich frage mich jeden Tag, warum ich das noch nicht gemacht habe. Ich habe da leider noch keine gute Antwort darauf gefunden. Ich schätze mal, dass das wohl an mir liegt. Aber so genau weiß ich es auch noch nicht. So, da haben wir sie. Alles hier vollgekotet, sage ich mal. Das heißt, ich muss das hier mal zum Wochenende hier mal alles sauber machen hier wieder ein Stück weit. Das Wasser ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verfärbt aufgrund der Sachen, die sie da mal reinwerfen hier. Zack. So, hier war jetzt gestern einiges, was ich hier an Grünzeug hingepackt habe. Da ist ordentlich was zusammengekommen. Das war ja gestern, im gestrigen Video war das gut zu sehen. War viel hier und ich habe das jetzt quasi dahingelegt, in der Hoffnung, dass das nicht anfängt zu gammeln oder ähnliches. Und das hat sich ganz gut gehalten. Also es trocknet so ein bisschen durch, ist dann nicht mehr so pflückfrisch, sage ich mal, erntefrisch, sondern doch schon dann den ein oder anderen Tag in Richtung Trocknungsphase hineingegangen. Aber das ist eigentlich auch eine ganz attraktive Geschichte hier, sage ich mal, ne? wenn man so ein bisschen Platz hat. Ich weiß nicht, ob ich später noch so viel Platz hier haben werde, wenn das hier alles erstmal ein Stück weit in Arbeit ist, sage ich mal an der Stelle. Aber mal gucken. Die Treppe hier habe ich noch nicht gemacht. Das muss ich nochmal machen. Ich hatte hier die Platten verlegt und dann ist mir aufgefallen, hier brauche ich auch nochmal Platten. Darum habe ich jetzt hier erstmal diese halb kaputten Platten. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht mal so den einen oder anderen Stein hier hineinpacken und dann einfach voll gießen und gut ist, ne? Eine Treppenstufe muss da nochmal mit rein. Mal schauen, mal schauen. Ich hatte gestern mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich die Zaunelemente machen kann. Bin da noch nicht so final zu einer Lösung gekommen. Aber ich habe auch noch nicht zu Ende gedacht, ne? Mal schauen. Also es bleibt spannend. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Wochenende schaffe. Sehr wahrscheinlich eher nicht. Aber so zur nächsten Woche ist das doch auf meiner To-Do-Liste. Ich hoffe, dass ich das dann soweit umgesetzt bekomme. Hier sehen wir ein kleines Kaninchen in Gittern sozusagen. Die mögen das ganz gerne, solange sie da reinpassen. Können sie es von mir aus dann auch machen, ne? Ist dann auch relativ bequem für sie. Gut, ich denke, wir sind jetzt wieder an einen Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Bleibt anständig,
Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal, ganz wichtig. Ne? Kostet nichts. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.